eine gute Frage, aber ganz profan geantwortet, ist ja schon so, man kriegt eine Menge Drehbücher geschickt, die liest man. Irgendwann spricht der Stoff zu dir und sagt dir, das muss man machen. Das ist ganz frei von, ob es ein historischer oder ein zeitgenössischer Stoff ist. Also die Bücher am Ende des Tages entscheiden irgendwie, ob man sich irgendwie für anderthalb Jahre damit beschäftigt oder nicht. Normalerweise dauert so eine Produktion circa anderthalb Jahre. Das ist schon, und ich werde auch nicht jünger, das ist, diese anderthalb Jahre werden irgendwie immer, fühlt sich immer länger an. Und dann sucht man schon sehr genau aus, was einen selber interessiert. Und interessanterweise ist das halt, sind das halt dann politische Stoffe oder politische, historische Stoffe. Das ist eine rein subjektive Entscheidung. Das ist nicht einfach zu beantworten, weil es gibt so viele Gründe, warum man sowas macht. Es gab tatsächlich einen Handlungsstrang in Mütter, Väter, der ein KZ damals beinhaltete. Da ging es um eine Flucht aus dem KZ. Genauso wie auch die Richie Boys ein Thema waren damals im Handlungsstrang Mütter, Väter. Das hat rein pragmatische Gründe irgendwann gehabt, dass man einfach es sprengt. Einfach diesen inhaltlichen Rahmen komplett sprengt, auch budgetär. Die sind rausgeflogen. Dann gibt es natürlich der Autor, mit dem wir Mütter, Väter gemacht haben, Stefan Kolditz. Ist derselbe Autor, der auch Nacht mit den Wölfen gemacht hat. Das ist dann schon so, man nach Mütter, Väter, das war eine glückliche Fügung, da standen die Türen ziemlich weit offen, da gab es eine Menge Anfragen, irgendwas man so drehen kann. Aber die Qualität des Buches von Nackt unter Wölfen hat einfach zu mir gesprochen. Das war einfach ein sehr gut geschriebenes Buch. Also interessanterweise ist das jetzt lustig, also bei den Filmen, die ich jetzt aktuell gedreht habe zum Beispiel, findet auch eine Menge Gewalt statt, da gibt es auch Exekutionen und ich weiß nicht was, aber das sind fiktive Stoffe, die sind frei erfunden und da ist es dann für mich immer ein bisschen schwieriger, weil es da dann die große Frage sofort sich stellt, ob man in eine Art Voyeurismus kippt und ob es nur Effekt zur Show ist. Die beiden Filme, Nackt und der Wölfen wie Mütter, Väter, da war auch von Anfang an klar, das waren so unfassbare Gräueltaten, die da stattgefunden haben, dass es eigentlich eine Schonungslosigkeit bekommen muss. Und das war immer schwierig, weil natürlich auch, das hat auch dann mit produktionellen Bedingungen zu tun, die Filme müssen irgendwie über eine gewisse Altersfreigabe kommen, damit man sie zeigen kann und damit man auch das gehörige Geld bekommt für die Produktion. Nicht zum Selbstzweck und nicht aufgrund irgendwie, weil ich gerne Härte inszeniere, sondern auch das hat, wenn man jetzt sehr nerdig und sehr ins Fachwissen geht, eine rein rhythmische Gründe gehabt, weil man natürlich emotionale Peaks beim Zuschauer kreieren will irgendwie und Abschreckungsmomente, um dann wieder loslassen zu können. Hat schon irgendwie auch den Zuschauer rausholen, auch wieder aus dem, was er sieht. Aber auch damit konfrontieren, dass es einfach stattgefunden hat. Das hat sozusagen eine Art Doppeldeutung, die dann stattfindet. Das ist ganz, ganz, wenn man dann diese Schwarz-Weiß-Bilder sieht und einfach aus dieser Fiktion kommt und dann in diese Schwarz-Weiß-Bilder geht, dann kriegt das auf einmal so eine Wahrhaftigkeit, die hat auch nochmal eine ganz andere Kraft. Deswegen war das wichtig. Es war aber auch wichtig zum Strukturieren. Inhaltliche Strukturierung war ein großes Thema, auch für uns später im Schnitt. Also es war nicht unbedingt geplant, sondern es war sozusagen im Laufe der Arbeit kam das dazu. Und die dritte Ebene, das ist auch ein ganz rein dramaturgischer Schritt gewesen. Das ist einfach, man lädt eine Figur, versucht eine Figur immer emotional aufzuladen. Man versucht eine Figur greifbar zu machen und in Kontrast stellen zu der Zeit, in der er sich dann befindet, ist dann halt die schöne Zeit, die er mit seiner Frau hatte. Schon erstaunlich, weil, wie gesagt, diese Filme zum einen wie so eine Art Türöffner sind für die junge Generation, finde ich, die das dann nochmal sehen, weil ich glaube, es ist schwieriger, sich einen Bayer-Film anzuschauen als 15-, 16-Jähriger, als Nackt mit der Wölfen, den wir 2015 gemacht haben. Es ist auf jeden Fall einfach eine andere Art des Filmemachens, glaube ich. Man hat damals einfach anders Filme gemacht, man hat Einstellungen wesentlich länger stehen gelassen, man hat anders gespielt, man hat eine andere Form von Inszenierung mit Schauspielern hatte man. Das ist einfach, da muss man sich drauf einlassen, glaube ich. Das hat einen anderen Zugang. Das ist auf jeden Fall einer der Punkte, warum wir das auch gemacht haben. Unabhängig davon, dass wir das Ende anders erzählen natürlich und diesen Mythos angefasst haben. Kann man bestimmt sagen. Ja. Würde ich jetzt vielleicht im Nachhinein. Man ist auch immer nur so in der Zeit, in der man selber ist. Auch. Also das ist ja auch als Regisseur auch immer schwierig. Man wächst, man schaut anders Filme. Jedes Jahr schaue ich Filme anders als im Jahr zuvor.
jedes Jahr würde ich auch Filme, die ich selber gedreht habe, vielleicht nochmal anders inszenieren, als ich sie jetzt drehen würde. Gerade jetzt sieht man ja auch diese Flut an Langzeitformaten, die es gibt. 6 Stunden, 8 Stunden. Die einzige Chance, dass ein Zuschauer da überhaupt dranbleibt, ist eine emotionale Hauptfigur. Also das ist, man guckt sich das immer wieder aufs Neue nur deswegen an, weil man wissen möchte, wie sich Figuren verändern im Laufe dieser Reise, die er da durchmacht. Auch da gibt es immer verschiedene Strömungen, die so eine Entscheidung dann beeinflussen. Eine Strömung ist bestimmt ich, die einfach irgendwie Lust auf Polarisation hat. Das andere ist, dass ich natürlich einen riesen Respekt hatte. Also ich kannte den Film nicht, bevor ich Nackt in der Veröffentlichung machte, den Bayer-Film nicht. Ich wusste, dass es ihn gibt und habe ihn mir angeschaut und habe dann auch erstmal gedacht, Mist, das ist schon irgendwie echt schwierig. Und mir war auch nicht bewusst, dass das so ein Denkmal ist, also gerade für Ostdeutschland. Das war mir einfach, zu dem Zeitpunkt, da bin ich ein bisschen naiv rangegangen. Ich wurde gewarnt, aber ich... Und habe mir das dann angeschaut und dann war mir klar, dass ich mich mit dem Kunstwerk auseinandersetzen muss hier. Und dann muss man sich davon freimachen. Dann muss man eine eigene Form finden, eine eigene Bildsprache finden. Deswegen bin ich auch dahin gegangen in Buchenwald und habe versucht, irgendwie nicht einfach nur einen TV-Film rauszudrehen, sondern schon versucht, irgendwie was zu machen, was immer noch irgendwie für sich stehen kann.